Mensch aufmerksam ist. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Danke. Was? Spurleder. Herr Jensam voll Glas. Hat alle ein Glas bekommen? Wenn nicht, dann ja, seid ihr willkommen. Das ist zu nehmen. Kære Jensam, velkommen til Flensborg Fjords Kunst- og Kulturforenings årlige udstilling. For anden gang i samarbejde med Kulturlandsbyen 6300 og Krosten Landbrugsskole. Det er for os titlen KIK 17, det vil sige Kunst i Krosten 2017. Jeg hedder Inge Olsen, og jeg er formand for foreningen. Liebe alle. Willkommen auf der Flensburger Förde Kunst- und Kulturvereins jährliche Ausstellung. Als zweites Mal hier in Zusammenarbeit mit Kulturlandsbyen 6300 und Krosten Landwirtschaftsschule. Deshalb den Titel KIK 17 Kunst in Gramstein 2017. Mein Name ist Inge Olsen und ich bin die Vorsitzende des Vereins. Det er noget helt særligt at kunne fylde den røde lade med kunst, med et styrket fællesskab og med muligheden for at give vores gæster en god og unik oplevelse. Es ist etwas ganz Besonderes, in der Lage zu sein, die rote Scheune mit Kunst zu füllen, mit einer erweiterten Gemeinschaft und der Fähigkeit unseren Gästen eine große und einzigartige Erlebnis zu geben. Formålet med Flensborg Fjords Kunst- og Kulturforening, det er at øge kendskabet til og udbredelsen af alle former for lokal, national og international kunst og kultur, nord og syd for grænsen. Og det er netop det, vi har formået med udstillingen her i den røde lade. Das Ziel des Vereins ist es, der Bekanntheitsgrad und das Verbreiten der örtlichen, nationalen und internationalen Kunst und Kultur zu erhöhen, nördlich und südlich der Grenze. Und das ist genau das, was wir mit der Ausstellung hier in der Roten Scheune erreicht haben. En kunstudstilling, som er så bredt sammensat som denne, viser i sig selv, at kunsten har mange formål. Hvad er kunsten drevet af? Hvilken årsag, hvilket motiv eller hensigt ligger der til grund? Hele processen, som bringer et kunstværk til verden, det går sådan groft sagt igennem tre dele. Resultatet, det vil sige den kunst, vi oplever eller ser. Processen, det som skaber resultatet. Eller årsagen, hvad motiverer eller hvad bevæger kunstneren til at skabe. Enhver kunstner kan have sit primære fokus på enhver af de tre dele. Og det vil mere end noget andet sige noget om noget kvalitativt om den kunst, de skaber. Eine Kunstausstellung, die so weit wie diese zusammengesetzt ist, zeigt sich an sich, dass Kunst viele Zwecke hat. Was hat der Künstler, der von welchem Grund, auf welchem Zweck oder Absicht beruht? Der Prozess, der ein Kunstwerk in die Welt bringt, geht durch drei Teile. Das Ergebnis, die Kunst, die wir sehen oder erleben, der Prozess, der das Ergebnis erzeugt, oder der Grund, was motiviert oder bewegt, den Künstler zu schaffen. Jeder Künstler kann sich auf jeden der drei Teile konzentrieren und mehr als alles andere sagen etwas Qualitatives über die Kunst, die sie schaffen. Foreningen skaber Kontakt und Dialog mellem medlemmerne, både på det faglige og det menneskelige plan, og udbygger netværket.
Alt det gennem vores interesse for hinanden og vores interesse for kunsten og kulturen. Der vereins denn einen Kontakt und Dialog zwischen den Mitgliedern beider auf einer professionellen und menschlichen Ebene, um das Netzwerk zu erweitern. All dies durch unsere Interesse aneinander und unser Interesse an Kunst und Kultur. Jeg vil gerne give en særlig tak til de mange kunstnere, der udstiller deres kunst her i den røde lade. En særlig tak til de udstillingsansvarlige og til alle hjælperne, som har gjort laden klar, sørget for alt det praktiske og som har sat den her udstilling op. Ich möchte einen besonderen Dank an den vielen Künstler zu geben, die ihre Kunst hier in der Roten Scheune aufweisen. Einen besonderen Dank an die vielen Verantwortlichen der Ausstellung und an die vielen Helfer, die die Scheune fertig gemacht haben, sorgte dafür, dass das alles praktische und das hat diese Ausstellung eingerichtet. Tak til Bente Slot Møller, Lars Tolander, Marina Christiansen og Birgitte Normann Hov for det store arbejde med udstillingen. Vi er kommet visionen nærmere om et kulturelt udstillingssted i Gråsten, men den kamp har Kulturlandsbyen og Gråsten Landbrugsskole kæmpet. Derfor vil jeg også gerne sige tusind tak til Hanne Næstborg, formand for foreningen, og til Gråsten Landbrugsskole for al den energi, de ligger i stedet her, og det for det gode og det konstruktive samarbejde. Wir sind dieser Vision näher gekommen, einen kulturellen Ausstellungsraum hier in Gråsten zu haben. Aber diesen Kampf hat Kulturlandsbyen und Gråsten Landwirtschaftsschule gekämpft. Deshalb möchte ich mich bei Hanne Næstborg, Präsidenten des Vereins und an der Gråsten Landwirtschaftsschule für den ganzen Energie, die sie hier einsetzen und für die gute und konstruktive Zusammenarbeit danken. Und Tag zu vores Musiker Steffen Krarup Jensen. Jeg vil nu give mikrofonen til Hanne Næstborg, og hun vil efterfølgende give ordet videre til vores hovedtaler, byrådsmedlem og formand for Kultur, Borger og Fritidsudvalget i Sønderborg Kommune, Charlotte Ries Engelbrecht. Ich gebe nun das Mikrofon an Hanne Næstborg, bevor sie das Wort zu unseren Hauptredner, Stadtrat und Vorsitzender der Kultur-, Bürger- und Freizeitausschuss in der Gemeinde Sønderborg, Charlotte Ries Engelbrecht. Tak for ordet. Danke für das Wort.